Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 3. Februar 2019 nach indischer Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession, das heißt, sie berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, dass das anderes ist als in westlichen Astrologie. Aber ihr könnt das vergleichen, so wie die Astronomen das auch veröffentlichen. Und das bedeutet mit anderen Worten, hier wird die Präzession berücksichtigt, was nichts anderes ist als die Bewegung unserer Sonnensystem durch den platonischen Jahr. Und ein platonischen Jahr dauert etwa 26.000 Jahre und wir befinden uns gerade im Wassermann-Zeitalter. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Suraya ist der Name in der indischen Mythologie. Also ich setze Suraya zum Steinbock. Mond befindet sich auch im Steinbock, das heißt, es nähert sich zum Neumond. Es gibt mehrere Namen für Mond. Einer davon ist Soma. Ich setze Mond zum Suraya in Tierkreiszeichen Steinbock. Mars setzt einiges in Bewegung. Mars ist eine männliche Energie und symbolisiert auch die Männer. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Es ist gerade nicht einfach, uns durchsetzen in ein Wasserelement. Agni ist der Feuergott in indischer Mythologie und steht mit Mars in Verbindung. Agni oder Mars ist in Tierkreiszeichen Fischen. Das bedeutet immer noch, dass die Männer sehr intensiv ihren Gefühlen wahrnehmen. Merkur befindet sich auch in Tierkreiszeichen Steinbock. Die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha, wird aber mit 1D geschrieben. Hier in meinem Bild ist eine andere Schreibweise und hier zeigt sich schon das Erleuchtende. Aber ich habe kein anderes Bild für Merkur. Ich setze das mal so. Als Merkur-Symbol hier zum Tierkreiszeichen Steinbock. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Indra steht mit Jupiter in Verbindung. Indra ist im Skorpion. Jupiter vergrößert etwas. Im Wasserelement nehmen wir noch intensiver unseren Gefühlen wahr. Und bei Skorpion-Energie handelt es sich um Transformation. Einiges loslassen wie Angst und Zweifel oder Schuldgefühl. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Lakshmi heißt Venus in indischen Mythologie. Ich setze Lakshmi hier zum Schütze. Saturn belehrt uns. Manchmal grenzt uns auch ein. Skanda steht mit Saturn in Verbindung. Ich setze Saturn auch im Schütze. Mit Saturn endet die persönlichen Planeten. Wenn wir die Elemente betrachten, dann erkennen wir, es fehlt die Luftelement und die Luftelement gibt aber uns die Gleichgewicht. Also wir sollen die Luftelement betonen. Von alles verabschieden, was uns bedrückt, endlich aufatmen zu können und ein gewisser Freiraum schaffen, weil wir brauchen den Luft zum Atmen.
Und Luft steht auch für Kommunikation. Und das wäre wichtig, klärenden Gesprächen führen oder unseren Ideen vermitteln. Das gehört auch dazu. Uranus, Neptun und Pluto sind die äußeren Planeten. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, Neptun in Tierkreiszeichen Wassermann. Und Pluto gibt uns die inneren Kraft, aber Pluto belehrt uns von allem verabschieden, was die Kraft raubt. Und so können wir konzentriert im Kern der Dinge bleiben. Dann haben wir die Macht über unsere Gefühle. Das ist die Pluto-Energie, was uns innerlich stärkt. Pluto ist auch in Tierkreiszeichen Schütze. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das ist so wichtig, weil Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Tagesthemen. Sonne ist die kleine Uhrzeiger und zeigt Monatsthemen. Und diese Mondhäuser sind nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Und Mond, wie ein Schwamm, saugt alles auf, aber Mond behält das nicht, sondern Mond reflektiert uns weiter. Und bei dieser Bewegung durch den Mondhäuser steht in Verbindung zum Sternbilder oder bestimmten Sternen, nimmt die Energie auf und vermittelt uns das. Und diese Sternen, das nennt man Fixsternen, haben auch einen großen Einfluss auf unser Leben und durch diese Mondbewegung wirkt das auf unseren Tagen. Die heutige Mondhaus bedeutet Uttarashada und heißt, wir müssen höheren Wünschen anstreben und zum uns selbst zu stehen, Würde und Respekt verlangen. Und dieses Stammbild Schwan beeinflusst die heutigen Mondbewegung, also dieses Sternbild hat einen Einfluss auf diese Bewegung. Schwan, der Hauptstern von Schwan heißt Deneb und Deneb vermittelt etwas. Und das ist eine Botschaft, uns wird etwas vermittelt. Und dazu erzähle ich die Geschichte, das kommt zwar nicht von der indischen Mythologie, das kommt von chinesischen Mythologie. Es war einmal ein Hirtenjunge. Seine Eltern sind gestorben und die böse Schwägerin hat dieser Hirtenjunge vertrieben. Und im Himmel war ein Fee und schaute nach unten und dachte, what? Er sieht aber hübsch aus. Und diese Fee verliebt sich an diesem Hirtenjunge und dachte, ah ja, da ich besuche ihn und so war es das auch. Und die beiden haben sich verliebt. Dann kam der Himmelskaiser und das ist nichts anderes als die Sonne. Und die Sonne sieht alles und der Himmelskaiser hat das wahrgenommen und sagte zu seiner Frau, zu der Himmelskaiserin, du schau mal her, diese Fee ist unter den Menschen, was machen wir jetzt? Und die Himmelskaiserin sagte, ja, da müssen wir zurückholen. Und sie haben diese Fee zurückgeholt und die beiden Liebenden waren getrennt. Alter Ehr, der Hirtenjunge und Vega, die Weberin, sie wurde Weberin bei den Menschen und sie wurden getrennt. Im Himmel ist
Die Milchstraße, was die beiden Sterne trennt voneinander. Und die Mitte ist dieses Sternbild, Schwan. Und der Hauptstern von diesem Stern heißt Deneb. Und Deneb dachte, boah, die beiden leiden so. Er schaut nach ihr und sie schaut nach ihm. Oh, sind sie aber getrennt, was mache ich jetzt? Ah, ich habe eine Idee. Ich baue eine Brücke. Ich baue eine Brücke aus Schwanen und auf dieser Brücke können die beiden Liebenden treffen. Und so war es das auch. Und sie treffen einmal im Jahr in dieser Brücke aus Schwanen. Und das ist der siebte Tag, den siebten Mondmonat. Und das ist der Tag der Liebe. Und das ist so ähnlich wie Valentinstag. Also das heißt, es nähert sich etwas und es wäre schön mal eine Brücke bauen zu unserem großen Liebe. Es nähert sich auch Valentinstag und es ist vielleicht mal eine Botschaft zu beherzigen. Was auch sehr wichtig ist, auf die Verbindungen achten, weil sie kommunizieren miteinander wie ein Netzwerk und das vermittelt uns etwas tagtäglich und es ändert sich auch. Heute steht Sonne in einer guten Verbindung zum Saturn. Das ist eine gegenseitige Unterstützung. Wir sollen in klaren Werten darüber, was wollen wir in Form bringen, was möchten wir befestigen in unserem Leben, weil wir brauchen Struktur. Sicherheit und Stabilität. Sonne steht mit Neptun auch in Verbindung und beleuchtet unsere Wünsche, Sehnsüchte und unsere Träume. Und dein Traum kann auch wahr werden, vorausgesetzt ist, dass dieser Traum realistisch ist. Also die Sonne lenkt die Energie auf unserem Träume, unseren Ideen, unseren Wünschen, unseren Fantasie auch. Wir brauchen eine Vision, das zu verwirklichen. Saturn steht auch mit Neptun in Verbindung. Es ist auch eine sehr schöne Verbindung. Saturn zeigt, wie wichtig das ist, dass wir träumen. Dass wir das auch ernst nehmen, das als Ziel setzen, damit wir das verwirklichen können, weil daran liegt die schöpferische Energie. Merkur steht zum Jupiter eine schöne Verbindung, auch eine gegenseitige Unterstützung und hier handelt es sich um Terminen, Verträgen, Kommunikation und eine rechtliche Lage oder bedeutet auch, wir bekommen jetzt unser Recht. Das wird geklärt. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihren Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreib mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch
zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.